Das zweite Viertelfinale bei dieser WM aus Shanghai. Die Polen stehen zum ersten Mal in einem Viertelfinale in ihrer Basketballgeschichte, angeführt vom Hamburger Trainer Mike Taylor. Sind nur Außenseiter gegen die Spanier, die zum ersten Mal seit 2006 wieder ein Halbfinale bei einer WM erreichen wollen. Spanien im Weiß mit Ricky Rubio und dem guten Start. Die Polen nach ihrer hohen Niederlage gegen Argentinien leicht nervös, brauchen ein bisschen, um reinzukommen. Die Spanier sind von Beginn an wach. Rudy Fernandes. Dann die polnische Nationalmannschaft. Kulik für drei, Kulik trifft. Polen angekommen in diesem Viertelfinale. Ab diesem Zeitpunkt die Polen auf Augenhöhe mit den Spaniern in der ersten Halbzeit. AJ Slaughter. Einer, der immer mutig spielt, einer, der immer vorangeht, der versucht zu scoren. Der Aufbauspieler der Polen. Spanien mit seinen erfahrenen NBA-Recken. Ricky Rubio als Assistgeber und dann Rudy Fernandes. Von der Drei-Punkte-Linie 5 von 5. Seine Trefferquote von der Dreierlinie am Ende 16 Punkte für den 34-Jährigen. Spanien setzt sich etwas ab. Polen versucht dagegen zu halten. Mateusz Ponitka. Zur Halbzeit nur 5 Punkte Vorsprung für die Spanier. Rein ins dritte Viertel. Wieder Ricky Rubio. Ricky Rubio kommt immer besser in Fahrt in diesem Turnier. Trifft einfach gute Entscheidungen. Die Polen unter Druck. Spanier packen in der Defense zu. Gut gelöst. Slaughter läuft sich schön frei. Ist Topscorer der Polen in diesem Viertelfinale mit 19 Punkten. Sie bleiben dran. Jeden Lauf, den die Spanier hinlegen, kontern die Polen. Wieder Slaughter. Slaughter stark gemacht. AJ Slaughter. Lässt Polen hoffen. Rubio auf Gasol. Und wieder Ricky Rubio. 19 Punkte, Topscorer der Spanier, 5 Rebounds, 9 Assists. Wenn es eng wird, spielt Spanien seinen besten Basketball. Wieder der Aufbauspieler. Rubio, Gasol als Assistgeber, Klaver macht den Deckel drauf. Polen hat dagegen gehalten, kann erhobenen Hauptes dieses Viertelfinale verlassen. Aber Spanien gewinnt mit 90 zu 78 und zieht ein ins Halbfinale bei dieser Weltmeisterschaft. Jedes Spiel live und kostenlos für alle.